Herzlich willkommen zum IMOX-Kurs Elektroschutz im Auftrag unserer Sicherheit. In dieser Lektion wird die Geschichte über die Erforschung der Wirkungen des elektrischen Stroms auf den Menschen beleuchtet. Diese Lektion orientiert sich an Ausstellungsstücken des ehemaligen Elektropathologischen Museums der Stadt Wien und seinem Gründer Stefan Jelinek. Bereits in der Antike wurde der Zitterrochen für medizinische Zwecke genutzt. Später, im 1. Jahrhundert nach Christus, beschrieb der römische Arzt Scribonius Lagus die Anwendung des Zitterrochens bei Patienten mit chronischen Kopfschmerzen oder Gicht. Ebenso wurde versucht, über Entladungen des Fisches epileptische Anfälle zu behandeln. Der Zitterrochen sowie auch der Zitteraal werden als Elektrofische bezeichnet. Beide können sehr hohe Spannungen erzeugen. Die Spannung des Zitterrochens ist vergleichbar mit der Spannung an einer 230 Volt Steckdose in der Niederspannungsinstallation. Der Zitteraal ist sogar in der Lage, circa das Dreifache der Spannung im Vergleich zum Zitterrochen zu erzeugen. Das Verhalten des Zitteraals wurde auch durch den berühmten Naturforscher Humboldt vor etwa 200 Jahren im Zuge einer Forschungsreise im Amazonasgebiet beschrieben. Forschungen aus der jüngeren Vergangenheit belegten, dass der gesamte Körper des Zitteraals mit stromerzeugenden Organen, sogenannten Elektroplugs, besetzt ist. Beim Angriff wird der Strom direkt vom Kinn des Fisches in sein Angriffsziel geleitet. Der Stromkreis erstreckt sich zum Beispiel über den Körper des Menschen und wird über das Wasser und den Schwanz des Zitteraals geschlossen. Und das Erste, was Menschen überhaupt mit Strom gemacht haben, war ja im Grunde genommen, dass sie zu therapeutischen Zwecken angewendet haben. Nicht? Eine gute Paracelsus heißt eben, dass die Dosis das Gift macht. Die Dosis macht das Gift. Ne? Und das ist interessant, nicht? Also das schon vor 2000 Jahren die Schläge des Zitterrochens, das sind nichts anderes als kurze Stromimpulse, nicht? Zum Kurieren von Gichterkrankten verwendet worden ist. Okay, wie ist das angewendet worden? Ja, der Kranke musste im feuchten Salzwasser, im Meerwasser, auf einem Zitterrochen stehen und dort so lange stehen bleiben, bis er in den Füßen nichts mehr gespürt hat. Nicht? Das hat offensichtlich funktioniert, denn es ist sogar schriftlich überliefert, dass das die alten Römer gemacht haben. Wie jeder Fortschritt in der Elektrotechnik ist sofort verwendet worden, auch für therapeutische Zwecke. Nicht? Die Maschine macht es also auf technische Weise, dass sie Ladungen getrennt und die dann da gespeichert werden. Nicht? Das sind praktisch kleine Kondensatoren. Ja. Und wenn die Ladung entsprechend ist und dann jemand hingreift, könnte er dann entsprechend. Wo man dann hingriffen, da oben, ja, da dazwischen, oder? Zwischen denen, da hat der Ladungsaustausch stattgefunden. Mhm. Und das ist so vergleichbar mit dem Zitterrochen. Und hat man dann selber quasi gekurbelt? Wobei der Zitterrochen, die Stromstärke ist da schwierig zu messen. Nicht? Beim Zitterrochen wird behauptet, der kann so ungefähr 30 Ampere. Mhm. Kurzzeitig, also ein Symbol ist nicht, das dauert nicht lang. Also da war dann noch so ein Riemen drauf. Das genau, da war der Riemen drauf und hat es gedreht und ist dann das ist ein Funkenüberschlag kleines, gewesen. Mhm. Und wenn man mutig war, hat man reingegriffen und einen elektrischen Schlag bekommen. Na, Jelinek hat ja auch die sogenannten Kriegszitterer mit Elektroschocks behandelt. Dass man heute nennt man es posttraumatisches Syndrom. Ja. Also die Leute, die eben aus den Schützengräben im Ersten Weltkrieg gekommen sind, die waren nervlich am Ende oft und waren geistige Wracks und seelische Wracks und haben halt gezittert. Und angeblich sollte das Zittern durch die Elektroschocks abgestellt werden. Das ist ein Induktionsgerät.
Induktionsgerät. Induktionsgerät? Ja, da haben sie einen Unterbrecher, damit haben sie in der Spur in der Sekundär Wechselspannung gekriegt und mit den Wechselspannungen haben sie Leute elektrisiert. Und was für Gleichspannungsquelle? Ja, irgendwas gerade gehabt, und da jede Element oder sonst was. Ich okay. weiß aber, das ist schon viel da drin, glaube ich nicht. Die zweite Elektrode ist offensichtlich verloren gegangen. Die ist verloren gegangen, ja. Die muss wäre dann da wahrscheinlich angeschlossen. Ja, ja. Und die hat wahrscheinlich ähnlich ausgeschaut, ne? Genau. Jetzt sind da noch. Da ist man dann auf verschiedene Körperteile. Ja, wo man es gebraucht hat. Ne? Ja. Oder glaubt hat zu brauchen. Was ist das da? Das ist der Unterbrecher. Sie müssen ja den Primärstromkreis unterbrechen, damit Sie eine Sekundärspannung kriegen. Mhm. Und damit haben Sie die Kupplung verändert und damit auch die Intensität. Okay. Und das war dann wahrscheinlich der Anträge, wie wenn man rausgenommen hat, an der falschen Stufe. Also der ist aber eigentlich verschoben. Ah. Ja, da haben Sie die Primärspulen und da ist die Sekundärspulen nicht. Das, und damit haben sie die Intensität verstellt, ne? Also verändert. Ne? Aber es ist ja herzig, auf den ersten Bildern, auf Kupferstichen davon, sehen Sie, dass sich der Arzt noch dazwischen geschaltet hat, zwischen der Stromquelle und dem Patienten, ne? Damit, ja damit er kontrolliert, wie viel der Patient kriegt. Ne? Zur Jahrhundertwende vom 19. zum 20. wurde Elektrizität als Errungenschaft der Neuzeit gefeiert. Elektrifizierung und die Nutzung des Stroms wurden nach und nach wesentliche Bestandteile der von Technik geprägten Gesellschaft. Immer mehr Menschen kamen in den Kontakt mit Elektrizität. Elektrischer Strom beleuchtete Straßen sowie Industriehallen, bewegte Verkehrsmittel und gewann in Form der Elektrotherapie an Bedeutung. Damit wurden auch die technologisch bedingten Gefahren für den Menschen größer. Die Risiken des elektrischen Stroms waren nun alltäglich. Selbst für erfahrene Experten war der elektrische Unfall etwas äußerst Befremdendes. Der schon in der Art der Entstehung von einem gewöhnlichen Unfall mit Körperverletzung deutlich zu unterscheiden war. Kein Laut, meist kein Schreien, kein Blut, nur ein unheimliches Zausen, Zischen und so weiter. Und der Mensch fällt lautlos hin. Für die Medizin wurden im Zusammenhang mit dem elektrischen Unfall neue Fragen aufgeworfen. Einerseits: Welche Verletzungsformen konnte elektrischer Strom hervorrufen? Andererseits, in welchen konkreten Unfallkonstellationen traten diese auf? Und weiters, wie waren Verletzte zu behandeln? Ebenso stellte sich die Frage, wie ein umfangreicheres Wissen über den elektrischen Unfall und deren Folgen erreicht werden konnte. Neben anderen Technikern und Medizinern beschäftigte sich Stefan Jelinek intensiv mit der Thematik. Seine Antworten auf die zuvor genannten Fragestellungen nahmen einen hohen Stellenwert ein. Von den 1890er Jahren an bis zu seinem Tod 1968 forschte Jelinek leidenschaftlich über die Wirkung elektrischer Ströme. Neben der Forschung sammelte Jelinek durch Strom beschädigte Materialien und Gegenstände, bereitete diese auf, beobachtete sowie dokumentierte Heilungsverläufe von Verunfallten. Der Aufbau des Elektropathologischen Museums durch Jelinek erfolgte in 4 Jahrzehnten, von 1899 bis 1938. Stefan Jelinek studierte an der Universität in Wien Medizin und habilitierte sich im Jahr 1908 für innere Medizin mit besonderer Berücksichtigung der Elektropathologie. Jelinek erforschte unter anderem, dass Stromeinwirkung auf den menschlichen Körper zu einer Verkrampfung der Muskulatur und somit zu einer Atemlähmung führte. Er nannte diesen Umstand den Scheintotenzustand, welcher in Folge in einen Tod durch Ersticken überging. Um diesen Scheintotenzustand zu beheben, schlug Jelinek die künstliche Beatmung der Stromverunglückten vor. Da ist als Pathologe draufgekommen, eben, dass der Tote eigentlich noch längere Zeit weitergelebt hat, aber eben durch unterlassene Hilfeleistung eben gestorben ist später. Und das hat ihn dann doch interessiert und bewegt und ist dann eigentlich eingestiegen. Und ein weiterer Verdienst zum Jelinek war auch, dass er erkannt hat, dass es zu Nekrosen kommt. Aber die gängige Meinung war, bei solchen schwerwiegenden Verletzungen muss man die Gliedmaßen amputieren. Mhm. Und er hat gesagt, na, probieren wir es noch und sie verheilen doch. Und vernarben zwar, aber man kann sich die Amputation sparen. Mhm. Und
das war auch ein weiterer Verdienst eben von Jelinek. Das von Jelinek begründete neue Forschungsfeld der Elektropathologie siedelte er im Grenzbereich zwischen Medizin, Unfallschutz und Elektrotechnik an. Dabei führte er im Jahr 1920 folgende drei Hauptaufgaben der Elektropathologie an. Erstens Elektrohygiene, die Bekämpfung der Gefahren durch Elektrizität. Zweitens elektropathologische Klinik, die Behandlung der Unfallopfer durch Elektrizität. Und drittens die Bereitstellung aller Behelfe für einen prompten Elektrorettungsdienst. Auch in den österreichischen elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften fanden sich die Erkenntnisse aus den elektropathologischen Studien von Jelinek wieder. Somit war die österreichisch-ungarische Monarchie der erste Staat mit solch einem Vorschriftenwerk. Jelinek widmete sich neben der Behandlung von Stromverletzten auch um die Erste-Hilfemaßnahmen direkt am Unfallort. Ebenso Teil seiner Forschungstätigkeit war der Unfallschutz und somit die Verhütung von Unfällen. Durch seine Art der Darstellung von Stromunfällen sollte, neben technischen Unfallexperten, auch eine breite Öffentlichkeit über die Gefahren des elektrischen Stroms aufgeklärt werden. Dass er sich nicht nur auf die Verletzungen beschränkt hat, sondern auf das Hinweisen und Dokumentieren von verschiedenen Unfallsituationen. Jelinek war im Ersten Weltkrieg als Stabsarzt tätig. Als Experte auf seinem Gebiet erforschte er die Wirkung von Hochspannungshindernissen auf den menschlichen Körper. Hochspannungshindernisse im Ersten Weltkrieg waren unter Strom gesetzte sperrige Hindernisse wie beispielsweise Drahtverhaue bzw. Zäune. Im Rahmen seiner Tätigkeit im elektrophysiologischen Labor des Militärs konnte er seine Forschungen zu den Wirkungen von Wechsel- und Gleichströmen auf Kleinvieh wie beispielsweise Hunde weiterbetreiben. Durch den Einsatz der Starkstromtechnik im Ersten Weltkrieg, auch vom Kriegsgegner, wurden die Soldaten über die Auswirkungen unterrichtet. Wesentlich war dabei die rettende künstliche Beatmung nach der Stromeinwirkung bei Lähmung der Atemmuskulatur. Jelinek entwickelte auch speziell für Soldaten den sogenannten Jelinekschen Rettungstornister für elektrische Unfälle. Dieser beinhaltete für die Rettung der Verunglückten Isolierhandschuhe sowie eine Drahtzange für die Befreiung aus dem Drahtverhau, einen Zungenstrecker, welcher das Zurückklappen der Zunge verhindern sollte, Verbandsmaterial und Salben. Jelinek widmete sein Leben der Elektropathologie. Aufgrund seiner jüdischen Wurzeln entzogen ihm die Nationalsozialisten das elektropathologische Museum aus seinem Privatbesitz. Auch die Lehrtätigkeit an der Universität in Wien wurde ihm untersagt. 1939 in die Emigration nach England gezwungen, konnte Jelinek dort nicht mehr an seine Arbeiten in Wien anschließen. Die Sammlung der Gegenstände wurde ihm nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges zurückgegeben. In Anerkennung seiner Leistungen zeichnet die Elektroschutz-Gemeinnützige Privatstiftung seit 1997 Personen, die besondere Verdienste im Bereich des Elektroschutzes geleistet haben, mit der Almsleben-Jelinek-Ehrenmedaille aus. Der Jelinek hat auch nicht verstehen können, warum man 38 flüchten muss, ja, und gut, warum auf den Posten auf der Uni verloren hat, wo er eigentlich so viele Verdienste sowohl als Offizier als auch als Arzt und Helfer der Arbeiterschaft eben. Nähere Informationen über das Elektropathologische Museum wie zusätzliche Ausstellungsstücke finden Sie als weiterführende Information am Ende dieser Lektion. Dies war das Modul über die Erforschung der Wirkungen des elektrischen Stroms auf den Menschen, welches sich Ausstellungsstücken des ehemaligen Elektropathologischen Museums und seinem Gründer Stefan Jelinek widmete.